Hallo Freunde, ich bin wieder am Start und heute seht ihr mal das Hauptmenü. Wir zocken natürlich weiter Pokémon im RPG Maker. Letztes Mal haben wir Rocco quasi fertig gemacht. Und heute geht es so ein bisschen darum, das Ganze vielleicht dann doch erstmal zu balancen, bevor wir bis dahin spielen und uns vielleicht mit ein paar anderen Sachen auseinandersetzen. Und dann können wir nochmal durch das ganze Spiel durchgehen. Letztes Mal habe ich ja gesagt, das machen wir gleich zu Beginn, aber ich finde, dafür ist noch nicht die Zeit. Genau, ich springe mal ganz kurz dahin. Ich muss aber auch mal gucken wieder, ob ich hier Ton habe und so weiter. Das hat ja letztes Mal nicht ganz so gut geklappt. Jo, habe ich. Okay, aber bevor wir hier weitermachen und bevor wir uns mit diesen ganzen Geschichten hier, ich kann das ja schon mal aufmachen, dann können wir uns das angucken. Bevor wir uns mit diesem ganzen Gedüsel hier auseinandersetzen, habe ich natürlich wieder was mitgebracht. Der Papa hat wieder was mitgebracht. Und zwar habe ich hier liegen Tears. Der eine oder andere kennt vielleicht die Rocket Beans und hat vielleicht auch Berührungspunkte mit Pen and Paper Spielen. Und das ist so schon so ein bisschen, ja, ich würde sie nicht sagen älter, aber schon älter, wo sie das mal auf YouTube gespielt haben zusammen, die vier. Also Budi, Simon, Etienne und Nils. Und da geht es darum, dass sie, sage ich mal, eine Zombie-Plage überleben mussten im Grunde. Und genau, das wurde dann so ein YouTube-Erfolg. Deswegen haben sich die Rocket Beans überlegt, dass sie das vielleicht als eigenständiges Spiel nochmal rausbringen. Also im Grunde kannst du Pen and Paper spielen mit den Utensilien, die da mitgeliefert werden. Und das ist wirklich cool, weil man halt, ja, die hat eine richtige Story und die das so ein bisschen miterleben kann. Natürlich spielt da jeder seine eigene Story. Genau. Und da wollte ich ja mal zeigen, was da alles so dabei ist. Ich fettes Stück Scheiße habe mich natürlich gleich auf diese Deckbox hier aufgesetzt. Man kann so sehen, verdammt, wie drehe ich das, damit das so da ist. Auf jeden Fall ein bisschen geknickt. Ich Vollidiot. Naja, genau. Das Wichtigste ist auf jeden Fall das Regelwerk, das da drin ist. Ich habe auch, muss ich sagen, das zwar geschaut damals und auch gefeiert und ich auch immer als Podcast quasi beim Autofahren gehört, aber ich habe halt nie wirklich einen Plan gehabt, wie man das Pen and Paper spielt, so richtig. Genau, das war auch ein Grund, warum ich mir das gekauft habe. Natürlich, weil ich Fan bin und so weiter, aber auch, weil ich das mal lernen wollte. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen. Und ich suche mal eine gute Seite raus. Genau, also hier sind dann irgendwelche, wie man Gegenstände einsetzt, erklärt und wann man die benutzt und so weiter und was es da alles für Perks gibt und für wann man würfeln muss. Es geht ja im Grunde immer darum, dass man auf Entscheidungen und sowas würfeln muss, die dann die Wahrscheinlichkeit darstellen. Genau, das ist ganz cool. Leider muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich habe das mit einem Kumpel gespielt. Wir haben das mal zu zweit ausprobiert, einfach um das zu lernen und so weiter. Aber es ist null. Ich weiß nicht, Hauke hat es, glaube ich, geschrieben oder so. Auch von den Rocket Beans. Und es ist, glaube ich, also ich finde es null einsteigerfreundlich, leider. Es ist so geschrieben, als würde man schon wissen, was man hier machen muss. Es gibt viele, viele Lücken, leider. Viele Logiklücken, wo wir nicht wussten, wie man das jetzt macht. Und dann wurde viel zu schnell auf Sachen eingegangen, die man ja vorher noch nie gehört hat. Und das ist so ein bisschen doof, leider. Also wir konnten es damit nicht spielen. Wir mussten im Internet lesen, wie man überhaupt Pen and Paper erstmal spielt, wie das so abläuft. Und dann konnten wir das nochmal lesen. Und naja, das als Kritikpunkt auf jeden Fall. Ansonsten sind die Zeichnungen sehr cool und so. Das ist alles echt schön. Das hat, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der mit den langen Haaren gemacht. Hat auch mittlerweile einen ganz coolen Stil entwickelt, muss ich sagen. Diesem Schmorf. Naja, coole Sache. Und dazu gibt es nochmal so eine Karte von der Story der vier, die sie dieses gespielt haben, was die da so alles erlebt haben. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Tears of Rocket Beans TV. Mega.
Aber was besonders cool ist und weswegen, das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich es gekauft habe damals, sind diese Itemkarten. Da ist ein riesiger Stapel an Karten dabei. Haben wir hier zum Beispiel irgendwie einen Rucksack. Oder wir haben was Lustiges, du kannst sie auch sogar selber beschreiben, wenn du Lust hast. Oder hier irgendwelche Tabletten. Genau. Und das ist ganz cool, halt die ganzen Sachen, die auch in der Serie vorkamen. Zum Beispiel der Pavian. Pavian Döler. Mega. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr das mal spielen wollt, dann lest euch auf jeden Fall vorher durch, wie das überhaupt funktioniert und dann könnt ihr das gerne auch hiermit machen. Coole Sache. Dazu gibt es übrigens natürlich auch noch diese Charakterbögen, die müsst ihr vorher ausfüllen und würfeln und da könnt ihr euch auch malen, wie ihr aussehen wollt. Genau, das ist ganz cool. Gut, das ist ja der Grundbaustein von Pen and Paper, diese Dinger. Die kannst du aber auch selber machen im Grunde. Ne? Also dafür braucht man jetzt nicht unbedingt dieses Paket. Das ist halt dann irgendwie doch was für Fans. Und da war noch dazu gleich noch Patient Zero One. Das ist irgendwie so eine Erweiterung. Damit haben wir bisher noch gar nichts gemacht. Das ist halt dann... Ja, wir haben ja nicht mal das Einstiegsspiel geschnallt. Deswegen haben wir das erstmal liegen lassen und üben uns immer noch weiter an dem. Jetzt nervt mich, dass ich das hier, dass ich mich eben da, eben wirklich eben gerade raufgesetzt habe. Naja, und dann gibt es hier noch, habe ich noch zwei weitere Erweiterungspacks. Die kamen irgendwann. Und zwar Tears Walpurgisnacht und Tears Punk. Da sind auch wieder einfach nur Kärtchen drin. Kann ja mal eins aufmachen. Und alles, was das Spiel so erweitern lässt. Erweitern lässt? Darf man das so sagen? Ah ne, guck mal, hier sind zum Beispiel gar keine Karten. Ich glaube, bei dem anderen sind Karten drin. Das hier sind dann neue Charakterbögen. Und nochmal ein Heftchen dazu. Was ich cool finde, die haben das so auf... Ist das einfach nur kaputt? Ne, das haben die so auf alt gemacht. Das mag ich immer voll gerne. Hier seht ihr das. Am Rand sieht das so verschlissen aus. Das ist total cool. Gibt jetzt auch immer so ganz oft von alten Filmen so eine Boxen. Also DVD-Boxen, die sehen dann aus, als wären das alte VHS-Kassetten. Ich mag das voll gerne. Auch so diese verschlissene Hülle dazu. Krieg ich den Scheiß hier nicht rein. Naja, das dazu. Also... Pen and Paper, cool. Aber noch cooler, wenn man es kann und wenn man auch jemanden vielleicht hat, der einen so ein bisschen da helfen kann. Na gut, das dazu. Und dann spielen wir weiter Pokémon. Ja, und beim letzten Mal haben wir ja erlebt, dass, also ich bin ja schon mal kurz durchgerannt bis zu Rocco, habe alles weggedrückt und so weiter und dann sind uns noch ein paar Sachen aufgefallen. Oder mir sind sie aufgefallen. Einmal dass das Verhältnis nicht so ganz stimmt mit den Angriff, Verteidigung und so weiter. Da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen anziehen. Dann schaue ich mir noch mal die Level an, wie das hier alles funktioniert. Dann gab es an einer Stelle keine Musik. Da weiß ich nicht, ob es ein Bug vom Spiel ist oder ob es... Wieso geht es jetzt hier nicht? Oder ob es ein Bug von mir ist, den ich verursacht habe. Genau, und dann würde ich mal gucken, wie sich das alles so verhält und machen heute mal eine kleine Testrunde und testen das alles. Und vielleicht schaffe ich es ja halt auch zum Ende nochmal alles so durchzuspielen. Jetzt ist es bei mir 16:25, für alle Live-Guckenden natürlich auch. Und ich mache wieder ein Stündchen. Sorry. So. Genau, dann machen wir das erstmal, gehen wir hier erstmal raus und gucken uns erstmal den offensichtlichsten Fehler an, und zwar in Vertania City, in Vertania Wald. Dort gab es hier bei dem ersten Trainer keine Musik. So, und dann schauen wir mal rein. Guck mal hier, Background Music abspielen. Ach so, okay. Moment. Bei Sieg kommt die Musik nochmal und dann wird die... Ne, eigentlich ist es ja so... Okay, also das BGM wird gespeichert, das ist die aktuelle Hintergrundmusik. Dann wird eine andere, das ist ja diese... der Trainer hat dich erwischt und so weiter Musik. Und bei Sieg wird die normal wieder abgespielt.
Genau, jetzt ging es aber darum, dass die Kampfmusik nicht da war. Und das, würde ich sagen, müsste denn hier drin stehen, aber Kampfhintergrund festlegen. Ha, guck mal hier, die Kampfmusik. Also, warte mal, ich hoffe. Kommt hier kein Tipp oder so? Jetzt kommen noch hier mit Tipps. Ich glaube, dass hier keine Battle Music drin ist. Das heißt, wir müssen mal, ich muss mal hier ein bisschen lauter machen und wir machen mal eine rein. Nee, das ist. Ach, BGS ist nochmal irgendwas ganz anderes. Das ist so. Ist das so Ambient? Ja, guck mal an. Das ist ja geil. Damit haben wir noch gar nicht gearbeitet, ne? Das ist auf jeden Fall was für. Für den Vertaniawald und so. Quatsch, Vertaniawald. Für den Mondberg und so weiter. Okay, cool. Pass auf, dann gehe ich jetzt nochmal hier hin und check das nochmal aus, warum das hier nicht ging. Weil ich finde jetzt ehrlich gesagt nicht den Fehler. Okay, das funktioniert. Vielleicht war es auch der da oben. Nee, es scheint zu funktionieren. So, warte mal, hier nochmal raus. Vielleicht sind nicht alle Felder gleich. Guck mal, jetzt bin ich. Jetzt bin ich hier einfach hochgelaufen. Vielleicht ist es auch der hier und der hier. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Aber es hat einmal nicht funktioniert, das weiß ich auf jeden Fall. Gut, das testen wir nochmal und dann scheinbar, wenn euch das auffällt, wenn ihr das spielt, dann könnt ihr das ja mal mir schreiben. Okay, das klappt. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht hundertprozentig, was Lebens... Also was die 430 Leben, das ist wahrscheinlich meine Energie, aber was ist dieses Element daneben? Die Trefferpunkte verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist die Erfahrung vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne, guck mal, die gehen immer jedes... Die gehen jeden Angriff gehen die hoch. Aber was hat das zu bedeuten? Ich verstehe es nicht. Das müssen wir gleich auch nochmal gucken. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen mit diesem ganzen Kram auseinandersetzen. Das ist aber auch wirklich nicht so eindeutig, finde ich immer. Jetzt stirbt schon. Level aufgestiegen. Okay, gut. Die Musik funktioniert. Dann lassen wir das. So. Dann gehen wir nochmal zum spaßigen Teil über. Und zwar wollte ich einmal gucken. Genau. Also ich wollte den ganzen Scheiß aufräumen. Elementarmagier und so. Da muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier Feuerangriff und so einen Scheiß irgendwie, also Feuertypen und sowas reinbringe. Held ist, glaube ich, auch nicht so geil. Das wäre so für mich ein Normal, also einfach Normaltyp. Da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie reinbringen alles. Das hatte ich ja anfangs gemacht, um diese Inventar... Irgendwie um darzustellen, dass dann irgendwas mit Element... Fähigkeiten zu tun hat. So, XP-Kurve. Da wollte ich auch mal reinschauen. Okay, die kriegen immer 20 drauf anscheinend. Ah, hier steht's.
Grundwert für Berechnung der erforderlichen XP, alles klar. Hinzugefügt wurde, keine Ahnung, Wachstum, der Wert der Rate, okay, das ist alles klar, so ein bisschen verstrickt. Gut, vielleicht müssen wir dann hier erstmal gucken, was die Typen besagen. Also, Daten zur Darstellung von spezifischen Eigenschaften, die durch Skills und Gegenstände hinzugefügt wurden. Daten zur Darstellung von Skill-Typen. Jeder Skill-Typ wird als separater Befehl behandelt. Mhm. Waffentypen, Skill-Typen, Magie und speziell. Das ist denn so wie Stichschaden und so ein Kram, oder was? Ausrüstungstypen. Okay, also ich glaube, hier braucht man die einfach nur angeben. Und wenn ich jetzt mal zu den Monstern gehe. Jetzt haben wir zum Beispiel binär. Dann muss doch irgendwo... Angriffselement. Normales Angriffselement ist das, ja. Und bei Parameter. Änderungsweise angegeben Parameter. Was ist denn da? Okay, das ist was anderes. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will irgendwie so Schwäche oder so. Skill. Skilltyp hinzufügen. Skill hinzufügen. Wann kommen denn diese Eigenschaften? Okay, das wird einfach nur dann hinzugefügt. Warte mal, was ist denn das? Parameter, Ex-Parameter, Angriff. Aber ich habe doch irgendwo schon mal... Ich habe doch dem Dünenwurm... Angriffselement Gestein. Irgendwo habe ich doch schon mal gelesen, dass da steht, dass die... zusätzlichen Schaden bekommen. War das bei den Angriffen? Ich glaube nicht. Wäre aber auch übelst krass, ne? Gegenstände können wir auch nochmal herstellen irgendwie. Zustände. Okay, die Zustände, da haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Mit Vergiftung, das ist eine Animation. Hatte ich auch überlegt, dass wir heute vielleicht mal eine Animation noch ausprobieren für diese besonders starke Attacke von dem Dünenwurm. Aber das können wir gleich nochmal machen. Ich will erstmal schnallen. Typen. Wo habe ich das gesehen? Truppen? Ändert die Wahrscheinlichkeit, mit der die Verwendung eines Skills oder eines Gegenstands zur Übernahme eines Zustands führt. Alter, das ist ja... Also ändert den Schadensmultiplikator entsprechend dem angegebenen Element. Je höher... Das ist das, was ich meinte. Wo bin ich denn jetzt auf einmal hier gelandet? Angriffselement. Okay, also hier wird das Element hinzugefügt und hier ändert den Schadensmultiplikator entsprechend den angegebenen Element. Je höher der Wert, desto größer die Schwäche gegenüber dem Element. Je höher... Achso, okay. Aber woher weiß ich denn die Schwäche? Ändert den Schadensmultiplikator... Und woher weiß ich das, was die Schwäche ist? Also wenn ich jetzt hier eingebe Gestein... 100% Gestein kriegt er dazu. So, das ist quasi 100%ig, nochmal 50% Gestein Schaden dazu. Alles klar, verstanden.
Und was ist das denn hier? Angriffselement? Normales Angriffselement. Versteht das irgendwer? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Was ist denn hier der Unterschied zwischen dem und dem? Das kann ich, das, da steht ja wenigstens einer den Schadensmultiplikator entsprechend dem angegebenen Element. Je höher der Wert. Okay, Moment. Heißt das zufällig? Nochmal hier 100% Gesteinsschaden. Okay. Gestein mal 100%. Hier benenne ich das Ding bloß. Hier ist ja nicht irgendwie... Ach Leute, das versteht keine Sau hier. Könnt ihr nicht irgendwie, das ist ein Element und das hat die Vor- und Nachteile oder irgendwas, irgendwie so eine Übersicht, sondern nicht das hier einfach nur benennen und ich weiß nicht mehr genau, was ich denn da eigentlich mache damit. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das sind nur die Animationen. Hier sind die Zustände, ja, okay. Zustand ist halt irgendwie Vergiftung und so ein Kram. Das sind nur die Truppen, das ist die Zusammenstellung der... Hier sind die Gegner. So, aber hier ist keine Schwäche zum Einstellen. Ist das nur bei den Klassen? Okay, pass mal auf. Ich mach das mal hier. Ändert den Schadensmultiplikator entsprechend den angegebenen Element. Okay. 100% Normalschaden. Das ist genau wie bei Monster. Ja gut, Gary hat dann sein Feuer-Dings-Schaden und so. Das ist natürlich doof. Das müssen wir jetzt irgendwie programmieren. Guck mal, hier bei ihm habe ich Wasser eingestellt. Ändert den Schadensmultiplikator entsprechend dem angegebenen Element. Je höher der Wert, desto größer die Schwäche gegenüber dem Element. Ja, von wem aus gesehen? Ist es denn... Ach okay, ist es andersrum? Das heißt, er kriegt jetzt 50% Wasser dazu? Oder ich will jetzt nicht einstellen, dass er auf einmal ein Wasserkrieger hier ist, obwohl er eigentlich ein... Ändert den Schadensmultiplikator. Aber seiner oder der des Gegners? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es seiner ist. Das heißt, er hat eine Schwäche gegenüber... Normal hat irgendwie Kampf, glaube ich, ne? Tja, jetzt wäre es schön, wenn ich eine riesige Community hätte, die jetzt alle schreiben würden, nee, du musst das so einstellen und so, also schön Backseat Gaming. Geht jetzt natürlich nicht, weil ich keine Community habe. Aber wir kriegen das schon hin. Wir können das ja ausprobieren. Also, hier schreibe ich jetzt mal hin Kampf. So, dann gehen wir nochmal hin zu dem Akteure. Das ist ja auch Quatsch. Er ist Klasse. Vielleicht, warte mal, vielleicht bei den Klassen. Gucken wir mal bei den Klassen rein. Held. Guck mal hier. Das ist seine Rüstung, kleiner Schild. Da steht schon wieder genau dasselbe. Das ist zum Kotzen. Was ist denn Attributreflexion? Ändert die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden des ausgewählten Typs auf das Ziel zurückgeworfen wird, das ihn verursacht. Je höher die Zahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Boah, Leute. Negiert einen Zustand vollständig, wenn Knockouts negiert werden. Ach so, okay, das ist einfach nur Widerstand. Zustandsrate ändert die Wahrscheinlichkeit, mit der die Verwendung eines Skills oder eine zur Übernahme eines Zustands führt. Okay, alles klar. Debuff ändert die Wahrscheinlichkeit, mit der die Verwendung... Okay, das ist einfach nur sowas. Ändert den Schadensanteil mit dem eingestellten Attribut...
der zum Auffüllen der HP verwendet wird. Okay, ja. Ändert den Schadensmultiplikator. Ich hoffe, das ist der eigene. Dann machen wir mal hier, dass die ein Problem haben mit Kampf. Ich verstehe es halt nicht zu 100%, ehrlich gesagt. Parameter, was haben wir denn hier noch? Änderung für den angegebenen Parameter. Nee, das wollen wir nicht. Zum angegebenen X-Parameter hinzugefügter Wert. Der Standardwert ist 0. SP-Parameter. Was ist denn SP-Parameter und X-Parameter? Warum kann ich nicht beides einstellen? Warum kann ich nicht... Achso, ich kann noch beides einstellen. Ich voll Idiot. Okay, vielleicht wird so wirklich ein Schuh draus. Guck mal. Jetzt hat er Elementrate Kampf mal 100%. Kriegt er 100% Schaden. Und Angriffselement ist normal. Vielleicht funktioniert es so. Brauche ich denn diese Klassen überhaupt dafür, wenn ich das auch hier einstellen kann? Pass mal auf, ich mache das mal weg. Ich glaube, wir kommen langsam näher. Wir machen jetzt mal hier... Wir haben ja zu jedem Arena leider, haben wir ja einen, die sind ja unterschiedliche Typen. So, pass mal auf, dann mache ich jetzt mal hier eine Klasse, die heißt Gestein. Und er kriegt eine Waffe, die Axt. So, cool. Angriffselement ist natürlich Gestein. Achso, bin ich dumm? Genau. Ich darf das ja immer nur... Ich vergesse immer, dass es kein Menü ist, wo man mehrere Sachen auswählen kann, sondern du musst einfach eine Sache immer dazu machen. So. Skilltyp hinzufügen, bearbeiten. Guck mal, Skilltyp. Also. Ich weiß nicht, was Skilltypen sind. Ermöglicht die Auswahl ist eigentlich... Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Lassen wir erstmal. Okay, dann haben wir hier... Gestein hat natürlich ein Problem mit... Wasser. 100% Wasserschaden. Hat aber selber das Angriffselement Gestein. Ich glaube, so wird langsam ein Schuh draus. So, und dann können wir das jetzt Rocco hinzufügen. Und zwar Rocco ist jetzt kein Held, sondern Klasse Gestein. Vielleicht können wir das auch irgendwie umbenennen oder so. Vielleicht können wir das Ding nicht Gestein nennen, sondern Gesteinsklasse. Wir schreiben mal hin Steinmensch oder so. Was kann man aus Stein machen? Einen Steinmenschen bauen. Steinmensch. Ich baue das jetzt erstmal alles so auf. Vielleicht klappt das ja. Guck mal, und dann ist auch cool, weil unser Dude ist ja auch so ein Normalo. Er ist einfach nur irgendwer. Und den nenne ich jetzt mal einfach Normalo. Genau. Elementarmagier lasse ich erstmal. Da war noch irgendwo was anderes. So, und der hat von Level 1 an die Erdfaust. Okay, das sieht doch schon mal erstmal plausibel aus, hoffe ich. Genau, da haben wir die Typen zugewiesen. Jetzt müssen wir noch mal gucken bei den Monstern. Der Schleinschlammer zum Beispiel ist jetzt... Angriffselement ist ja vollkommen falsch. Der ist ja vom Typ Gift wahrscheinlich, obwohl er ganz am Anfang kommt. Wir machen mal ein neues Element auf. Boden. Auch wenn uns das am Anfang nichts bringt. Aber das ist dann so. Wir müssen ja eh langsam alle hinzufügen. Boden.
Ja, ich wollte hier schon lange mal aufräumen. Das hat mich immer gestört, dass das hier so unfertig war. Vielleicht kriegen wir es jetzt auf die Reihe. Also auch hier mit dem Aschestab und so. Das muss irgendwie alles vernünftig mal sein. Wir machen jetzt mal einmal hier alles einmal durch. So. Angriffselement ist Boden. Und wenn ich richtig liege, kriegt der Schaden von Flug. Ist andersrum, ne? Ja, nee, ist richtig. Er kriegt 100% Schaden von Flug. Alles klar. Dann haben wir Zwillingsschweif. Angriffselement normal. Und hier kriegt er Kampf. So, Pflanze hat, glaube ich, als Schwäche Flug. Ah, so einen Scheiß müsste ich nachgucken. Warte mal. Ich schaue mal mit meinem Handy ganz kurz nach. Typen Pokémon. Dass ich den Scheiß auch nicht auswendig kann, ey. Aber das ist halt so. Oh nein, ich glaube, das ist mega kompliziert. Kann das sein? Ach, Leute. Okay, das ist, denke ich... Na, kommst langsam. Wird dunkler. Bisschen dichter. Naja, ist auch nicht schlimm, müsst ihr es ja nicht sehen, aber hier sind auf jeden Fall die Typen drauf und dann sieht man so ein bisschen die Schwächen und Stärken. Ich beziehe mich natürlich nur auf die alten Typen. Das heißt, wir haben normal und normal hat gar keine Stärke. Und es hat nur Kampf als Schwäche. Und was soll's? Ich mache einfach nochmal 100%. Ist doch scheißegal. So, Flug. Flug hat... Boah, haben wir viel, ey. Stein, Elektro und Eis. Gestein. Donner. Ich hab's hier Donner genannt. Und Eis haben wir noch nicht. Stellen wir noch. Kein Problem. Es fühlt sich gut an, das jetzt zu machen. Wenn das so ist, wie ich das hoffe, nachher müssen wir uns sowieso vielleicht nochmal alles umändern, wer weiß, wenn das jetzt nicht funktioniert. Guck mal, Eis müssten wir sogar schon haben, kann das sein? Oh ja, wir haben schon Eis. Gut, dann muss man Eis gleich nochmal ändern. Dann haben wir es doppelt. Wo war es jetzt hier, Gegner? Es fühlt sich gut an, das jetzt hier aufzuräumen. Jetzt habe ich zweimal Eis geschrieben, alles klar. Das obere Eis. Okay, Eis haben die als Schwäche. Flug. Damit haben wir Flug abgegrast. Dann haben wir jetzt hier den Eisdude. Das ist ja von unserer Rivalin. Der Eismann. Und Eis hat Stahl. Gut, Stahl haben wir nicht. Kampf, Feuer und Gestein. Also Kampf. Feuer. Dieses Menü und Gestein. So, hier haben wir einen Käfer. Ein Käfer hat Käfer. Gestein, Flug und Feuer. Gestein. Ja gut, das dauert jetzt halt, was soll's. Flug. Und Feuer. So, das Ganze jetzt nochmal, wie es scheint, für Binär. Binär ist aber auch Käfer und Flug natürlich. Ach nee, er ist ja selber Käfer. Wie geht das denn überhaupt, wenn das Ding fliegt? Hat es denn beides? Negiert sich wahrscheinlich, ne? Feuer, Flug und Gestein. Okay,
Feuerfluggestein, wir machen jetzt das so, dann ist es halt nur Typ Käfer. Früher hatten wir eh nur einen Typ. Feuerfluggestein. Sei es drum. Flug ist trotzdem effektiv. Der Möti ist wieder am Start. Flug ist effektiv gegen sich selbst, oder was? Wenn er Käfer und Flug ist, dann ist er trotzdem okay. Aber ich lasse es so. Ich habe eben schon... Die hatten ja früher in der alten Edition hatten die ja wirklich auch nur einen Typ und ich werde es auch so lassen. Da gibt es ja auch keinen Stahl und so. Zumindest erstmal nicht. Genau, ich wollte nochmal gucken, ob ich das hier vernünftig jetzt hier gemacht habe. Ja. Okay. So, ich denke mal, Donner hat... hat einfach nur Boden. Boden. Ich habe zweimal Eis. Das ist doch schön. 100% Boden. So, dann haben wir Gestein. Gestein hat, glaube ich, Feuer sogar mal 4 und Wasser natürlich. Gestein. Wo ist die Gestein? Alter. Das ist ja der schlechteste von allen. Gestein hat ja 20.000 Schwächen. Wasser, Pflanze, Feuer und Boden. Und Stahl, aber Stahl ist erstmal egal. Also Wasser, ach nee, Kampf. Ich sehe nicht mehr durch, okay. Wasser. Kampf. Was war das, Boden? Wasserkampf, Boden, Pflanze. So, haben wir das. Das war richtig bad. So, auch nicht noch einer von Gestein hier, oder was? War das... Oh nö. Also Wasser. Sowas dauert, aber es muss passieren. Wasser, Pflanze. Kampf und Boden. Und das Schöne ist, ich darf das jetzt nochmal machen. Okay, hier muss erstmal wieder der Angriffstyp rein. Gestein. Zack. Wasser. Das ist ja falsch hier. Wasser, Pflanze, Kampf und Boden. Okay, cool. Hoffentlich klappt das irgendwie. Jetzt haben die auf jeden Fall erstmal alle ihre Schwächen und ihre Typen hier drin. Das ist schon mal ganz geil. Zumindest die Monster, die wir haben. Jetzt muss ich noch einmal hier Eis wieder ändern. Das hatte ich fälschlicherweise benannt. Was fehlt uns denn noch? Normal, Feuer, Wasser, Elektro. Eis haben wir jetzt. Gift, siehst du, Gift. Gut, ich hätte es geiler gefunden, hätte man das hier einstellen können. Alle, also so wie es hier auf dieser scheiß Tabelle ist, die man nicht sehen kann, weil das einfach von der Belichtung her überhaupt nicht klappt. Komm schon, wie was bei der Pokémon-Tabelle ist, dass das hier einzustellen wäre und dann kann man irgendwie und so weiter. Aber gut, es ist ja auch kein Pokémon, es ist auch immer noch der Epigame-Maker. Okay, alles klar. Dann müssen wir nochmal gucken hier bei den Akteuren. Hier haben wir jetzt einen Steinmenschen und einen Elementarmagier. Genau, und jetzt müssen wir das gleiche nochmal bei den Klassen machen. Angriffselement. Also jetzt zumindest erstmal für die wir haben. Angriffselement und Schaden, genau. Dann haben wir ja gemerkt, dass hier auf jeden Fall auch wieder dasselbe hin muss. Wie eben. Wir haben hier Wasser, Pflanze, Kampf und Boden. Sehr schön.
Genau, und jetzt machen wir... Jetzt muss ich mal gucken, wo ich überall Elementarmagier stehen habe. Das Problem ist, ich hatte es schon mal, dass ich mit diesem Kram, den ich jetzt hier mache, da habe ich Sachen weggenommen und geändert und so weiter und dann ist das Spiel abgestürzt. Weil irgendein Exception geflogen ist, wahrscheinlich im Hintergrund, die ja irgendwas aufrufen wollte und das war schon gar nicht mehr da. Das wird dann hier quasi nicht mehr umgeändert. Deswegen muss man überall mal schauen, ob das auch nirgendwo abgefragt wird. Und ich glaube, ich hatte das bei den Waffen. Waffentyp, Elementarstab. Oh, Gottes Willen. Guck mal, hier kann ich bei den Waffen auch nochmal so eine Schwäche einstellen. Das versteht das wirklich langsam keiner. Aber gut. Das ist dann eben so. Oh, Feuer, Wasser. Okay, jetzt brauchen wir noch eins für Rocco. Und da würde ich sagen, geben wir ihm irgendwie eine Gesteinsaxt oder so. Das können wir gleich nochmal machen. Und dann würde ich sagen, brauchen wir nur noch die Klassen, die man sich auswählen kann am Anfang, die dann hinzugefügt werden. Und dann probieren wir das Ganze mal einfach mal aus. Aber vorher braucht Rocco noch eine geile Waffe, die am Anfang für ihn da ist, die er vielleicht irgendwann wechseln kann, was auch immer. Aber erstmal bauen wir die ein. Ja, währenddessen gehe ich mal hier wieder auf meinen Chat. Okay. Eine Gesteinsaxt oder so. Aschestab, ja, ich hatte, ist auch Quatsch, ne? Ich hatte die ganze Zeit so Magie und so bei ihm gemacht hier. Aber ist ja eigentlich Quatsch. Es könnte ja einfach eine Feuerwaffe geben. Nicht immer nur Stäbe. Weil Rocco zum Beispiel greift ja nicht mit einem Stab an. Wir machen mal hier einfache Felsenaxt. Nennen wir es mal Felsenaxt. Felsenaxt. So, wir brauchen natürlich noch ein schickes Bildchen dafür. Gibt es hier eine Axt? Hier gibt's. Hier ist eine Axt, sehr schön. Eine starke Gesteinswaffe. Ich habe leider meine Tastatur jetzt 2 Meter weiter. Axt aus Gestein. Aus Gest. Ja, ich hätte R1 drücken müssen. So, Punkt dahinter haben wir immer gemacht. Okay, Waffentyp. Axt. Wir nehmen mal die Vorgedingsten. Der Spieler kann die Waffe zum halben Preis verkaufen, wenn der Preis höher als 0 ist. Ich verkaufe die mal lieber nicht. Nachher habe ich ein Problem. Animation. Ach, guck mal an. Okay, die Post kommt. Es kam ein Paket an. Ja, sorry. Wir machen hier auch gleich weiter. Ich muss ja nur noch den Dings aussuchen hier, was die Waffe visuell macht. Aber erstmal muss ich gucken. Geilo Steilo, mein Paket ist schon da. Okay, wollen wir das zusammen auspacken? Ich bin schon gewundert, was habe ich hier für ein riesen Ding? Warum kommt so ein riesen Teil? Aber ja, natürlich. Ich habe eine riesen Schnäppchenaktion bei Rebuy mitgemacht. Und ich habe so viel Scheiße bekommen. Da mache ich aber nochmal ein kleines Extra-Video zu. Glaube ich. Für Instagram oder so. Warte mal, ich bin gleich soweit. Und zwar, bei Rebuy gab es irgendwie gerade eine Aktion. Oder vielleicht, weil ich irgendwie öfter da kaufe, habe ich irgendwie so eine krasse Aktion bekommen. Da habe ich super billig ganz viele Spiele und Filme, die wahrscheinlich keiner mehr haben will, aber ich sie haben wollte, habe ich bekommen. Und zwar habe ich ganz viel für die PS3, weil ich wieder so ein bisschen Bock habe, PS3 zu spielen und ein paar alte Klassiker auszuprobieren und ein paar Filme habe ich bekommen. Pass auf, wir gehen das mal einfach mal alles durch. Also, erstmal, eins der ersten PS3-Spiele kam an. Motorstorm.
Ich habe schon die anderen beiden Teile. Die sind mega cool. Und ganz ehrlich, für einen Euro nehme ich das gerne mit. Mein Regal ist ja noch nicht voll genug. Oh Mann, ey. Meine Freundin wird mich hassen. So, denn original mal für 70 Euro, sieht man da noch ein bisschen, Killzone 2. Und zwar gab es das damals auf der PS3 als Demo zu spielen, als ich die PS3 ganz neu hatte. Und das fand ich irgendwie, ich bin zwar kein Shooter-Spieler, aber das, wie soll ich sagen, das Trefferfeedback oder das Ballern an sich war irgendwie voll geil. Es hat voll Bock gemacht. Ich habe diese Demo immer gespielt. So, dann natürlich The... Oh, sorry. Alter Schwede, dieses Aufstehen und gerade was gegessen und naja. The Force Unleashed. Muss man natürlich haben, irgendwo im Schrank als Star Wars Fan. Das ist halt super cool. Den zweiten Teil gab es leider nicht. Aber sonst hätte ich mir den vielleicht auch noch geholt. The Force Unleashed. Geiles Ding. Dann Viking. Habe ich Gutes drüber gehört. Habe ich aber auch nur mitgenommen, weil es recht günstig war. Und ich das früher schon mal ausprobieren wollte. Da stand ich mal früher im Mediamarkt und da hatte ich, sage ich mal, kein Geld. Irgendwie als Schüler oder so. Und das Spiel hat 10 Euro gekostet und ich habe so mit mir gerungen. Nimmst du dieses Spiel mit, du weißt gar nichts darüber oder nicht. Weil alles andere kostet immer 70 Euro und das ein Spiel hat damals 10 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, so, ah, nimmst es mit. Am Ende habe ich es nicht mitgenommen und weil ich mir schuldig war, habe ich mir das jetzt geholt. Dann den Film Splice. Der ist super geil. Der ist nicht so mega bekannt. Da, ich sag mal so, machen die so ein kleines Genexperiment und das Vieh, was daraus kommt, das, ja, kleiner Spoiler, das wächst halt irgendwie und wird irgendwie auch schlau und so. Das ist ein voll geiler Film. Also den müssen die das irgendwie nachher verstecken und so. Das macht schon Bock. So, den Film, den ich mal immer mal gucken wollte, ich glaube, das mag jetzt nicht unbedingt jeder, The Time Machine. Aber da habe ich dann was zu tun. Hier gibt es diese geilen Viecher. Warte mal. Kann man das sehen? Ja, bisschen hässlich. Geil. So, denn ein absolut auch geiler Klassiker. Willow. Könnt ihr auch bei Disney Plus sehen, falls ihr den unbedingt mal gucken wollt. Der ist echt gut. Der ist echt gut, der Film. Der macht wirklich Spaß. Der ist natürlich mega alt. Aber er ist irgendwie angenehm gealtert. Und der ist sehr charakteristisch, der Film. So, dann war ein ehemaliger Arbeitskollege, immer von diesem Film schwärmt, Königreich der Himmel. Ich liebe Mittelalter-Gelöt und so und deswegen passt das. Ich glaube, hier geht es um, ich weiß gar nicht, um was es hier geht, um Alexander den Großen oder so. Weiß ich nicht. Aber das will ich auf jeden Fall sehen. So, dann A Prince of Persia. Aber diesen Cell-Shading Prince of Persia und ich glaube, dass PS3 ist natürlich, wenn die versuchen, realistisch zu werden, sieht es manchmal nicht ganz so geil aus. Nicht mehr. Also es, die PlayStation 3 altert schlecht die Grafik, 3D-Grafik, aber bei solchen Cell-Shading ist es nicht so, würde ich sagen. Also das ist schon sehr zeitlos und Prince of Persia geht immer und für einen Euro, Leute, das haben wir noch. Noch ein paar sind's noch. Sacred 2. Ich glaube, das ist so ein Diablo-Ding. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe nur mal Gameplay davon gesehen und das war halt auch irgendwie für 50 Cent dabei mitgenommen. Und früher wollte ich es mal haben, da war ich aber noch jünger und kann mich aber nicht mehr erinnern, warum ich es haben wollte. Deswegen habe ich es mitgenommen. So, dann Star Wars The Phantom Menace. Ist das eigentlich auf Englisch? Ich glaube, ich habe es auf Englisch gekauft. Deswegen war das so günstig. Ein Film, den nicht jeder mag, aber ich mag ihn. Das alles nur für 3,50, sagt der Möti. Ja, wenn es mal so wäre, ich glaube, muss noch eine Null dranhängen. Aber das ist halt so. Wir stehen kurz vor Ende unserer Ausbildung, Möti. Da kann man auch mal jetzt schon klotzen mit unserem krassen Gehalt, das wir dann später haben werden, hoffentlich. Naja. Okay, gut, jetzt habe ich mir natürlich die dunkle Bedrohung auf Englisch gekauft, aber egal, ich kann ja Englisch. Zum Glück habe ich das mal gelernt irgendwann. Und ja. So, es geht aber weiter. Wir haben noch Lost Planet. Ich investiere eher in Sachen. Was für Sachen? Das sind auch Sachen. Das ist eine Sache, die kann ich anfassen. Du meinst wahrscheinlich Klamotten. Investierst du jetzt schon oder erst, wenn du denn aus dem Azubi-Gehalt entwachsen bist? Genau, aber ganz kurz zurück zu Lost Planet. Lost Planet 1, in meinen Augen
eins der geilsten PS3-Spiele überhaupt. Es ist super cool, macht super viel Spaß. Lost Planet 2 ist leider nicht so geil. Aber dadurch, dass ich den ersten Teil so liebe, musste es mit rein. Ich glaube, es gibt sogar noch einen dritten Teil davon, aber davon weiß man schon wieder gar nichts mehr. Der hat auch nur Nostalgiewert, weil ich den mit einem Kumpel immer gespielt habe. Obwohl wir ihn beide nicht so cool fanden. Naja. So, es geht noch weiter. Drei Sachen sind es noch. Ich tausche das mal um, damit das eins der kurzen Sachen noch zum Ende kommt. Dann habe ich mir noch einen weiteren Shooter geholt. In Kryptos investierst du? Wieso das denn? Echt jetzt? Ein Dogecoin oder was? Oder Bitcoin? Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe, glaube ich, 70 Euro plus damals gemacht, als das anfing mit Bitcoin. Aber ich habe keinen Bock gehabt, das irgendwie da zu holen und alles. Und ich bin auch recht spät eingestiegen, damals bei der ersten Blase. Und deswegen habe ich das dann gleich wieder verkauft. Ein weiterer Shooter. A Battlefield Bad Company. Ja, einfach weil ich Bock habe auf einen Shooter. Und irgendwie hatte ich ein bisschen was Gutes über diesen Teil gehört. Ja, das wird wahrscheinlich heutzutage schwierig sein zu spielen, aber auf der PlayStation, also mal irgendwie Nachmittag oder so ist der mal drin. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, das hat wahrscheinlich auch wieder gar nichts gekostet. So, das war ein bisschen teurer in dem Gesamtding. Ein Dungeon Siege 3, aber das wollte ich schon immer haben. Auch wieder so ein, ja, RPG, Action-RPG. Und ich bin gespannt, was es so bereithält. Ich glaube, das ist, unter Kennern ist das, glaube ich, beliebt. Sonst wird es auch nicht 20.000 Limited Edition und Special Editions geben. Habe ich Bock drauf. Und auch wieder mit Nostalgiewert. Das Xbox-Spiel vom Spider-Man-Film. Eins meiner ersten Computerspiele war die Demo von diesem Spiel. Ist auch richtig kacke gewesen eigentlich, das Spiel. Ich glaube, es war mega komisch zu spielen, weil er irgendwie die ganze Zeit hangeln konnte und das war alles mit dem Springen und Angreifen und so nicht so cool. Aber ich habe mir die Xbox gekauft vor irgendwie anderthalb Jahren oder so, die Xbox Classic, und so viele Spiele habe ich noch nicht dafür. Da muss ich noch ein bisschen mehr in den Schrank. Naja, okay, cool. Nice Geschichte. Ja, Mülti, da würde ich sagen, viel Erfolg mit deinen Kryptowährungen. Und ich bleib trotzdem dabei, in Spiele zu investieren. Ich sag's dir, irgendwann, genau wie Pokémon-Karten. Siehst ja, Pokémon-Karten sind jetzt wieder voll das Ding geworden. Und ich habe natürlich, weil ich ein Fan bin, habe ich die alle behalten. Und theoretisch gesehen könnte ich mir jetzt übelst den Reibach machen. Dacht man das so? Ich könnte jetzt auf jeden Fall übelst loslegen und die ganzen Karten verkaufen online. Und würde wahrscheinlich super viel Geld damit machen. Aber nein. Ich warte noch länger, bis es keiner mehr will. Geil, ey, guck mal hier, wie geil das ist. Ich liebe das allein schon, dass es wieder so ein fetter Block ist. Meine Freundin hasst mich, aber ich liebe das einfach. Ach, ich liebe das, so viele Spiele zu haben, das ist so schön. Das macht mich glücklich. Mich macht so wenig glücklich, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Alles klar, machen wir weiter. Also viele Filme, ich kann mir so viel. Ich liebe Filme auch. Der Schrank muss platzen, ja. Das Problem ist, es steht halt wirklich schon. Ich habe drei so eine kleinen Ikea. Warte mal, kann ich das zeigen? Ich kann es mal zeigen. Oh, jetzt seht ihr hier meine Wohnung. Ich drehe das mal. Da sieht man dieses Ding da. Diese drei Schränke, das sind diese ganz dünnen Ikea-Schränke. Und obendrauf stapeln sich die Spiele schon. Und ich habe nicht mal alle da in diesen Schränken drin, weil ich noch so ein... Da ist noch so ein Schrank. Und dieser Schrank, da ist auch noch ein bisschen Kleinkram drin und so. Ich habe das nicht alles, sag ich mal. Ich habe nur die coolen Spiele ausgestellt. Also zum Beispiel, ich glaube, Wii-Spiele habe ich da gar nicht mehr. Doch, die sind da auch unten drin. Und naja, die verstecken sich da alle hintereinander. Also ist schon alles nicht mehr so geil. Ich brauche auf jeden Fall so ein richtig geiles Regal irgendwie, wo das alles so richtig cool aufgestellt wird und so weiter. Naja. Aber ja, der Schrank muss platzen. Cool. Jetzt bin ich hier irgendwie unten in der Ecke. Ich mache mal hier so. Ja. War jetzt ein kleiner Ausflug in mein Nerd, privates Nerdleben. Doppelt. Vorhin ja auch schon. Jetzt ist die schräg, ne? Alter. Oh. Das ist so schwierig, das hier gerade hinzudrehen. Okay. Machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Und zwar wollten wir einen Angriff suchen für...
Für den Stein, die Steinaxt. Wir machen mal Schnitt Spezial. Keine Ahnung, wie das aussieht. Sehen wir dann. So, dann haben wir, natürlich hat die auch einen Angriffswert. Weiß ich nicht genau. Warte mal, ich muss mal gucken, was hier. Guck mal, die hat Angriffswert von 10. Das ist denn zusätzlich zum eigenen Angriff oder was? Ich, keine Ahnung. Machen wir die mal auf 50, weil wir ja recht spät dazu kommen. Und magischen Angriff, weil sie mit Stein angreift, nochmal 10 drauf. Okay, das ist so Dark Souls-Style hier. Das ist ganz cool. Das verstehe ich. Gut. Dann gucken wir uns nochmal den Pollenstab an. Die machen wir mal auch 10 und magischen Angriff auch auf 10. Mir gefällt das alles nicht mehr. Ich möchte da jetzt physische Waffen haben. Guck mal, das habe ich auch selber hinzugefügt. Ich mache mal jetzt den Pollenspeer. Ich glaube, dann ist... Wir machen jetzt mal verschiedene Waffen. Ich finde das, glaube ich, ein bisschen besser. Ist das hier schon ein Speer? Haben wir hier irgendwie noch einen richtigen Speer? Ich glaube, das ist schon der speerigste Speer, ne? Mehr Speer geht nicht. Guck mal, der Stab sieht auch ganz anders aus da. Okay, nehmen wir den. Das ist jetzt der Speer. Und ich könnte ihn auch kaufen, aber ich könnte ihn auch verkaufen. Und das möchte ich dem Spieler nicht unbedingt... Also diese Standardwaffen möchte ich ihm unbedingt, dass er die behalten kann. So, Seestein. Und dann machen wir auch wieder den Preis runter. Seestein kann man ja lassen. Aber wir machen jetzt mal kein Schwert, sondern einen Dolch vielleicht. Seestein. Stock. Seesteinpeitsche. Dolch. Machen wir mal einen Dolch. So. Ein magischer Dolch. Jetzt wird hier richtig aufgeräumt heute. Ich habe so viel Zeit verplempert. Es ist schon wieder 17.15 Uhr. Kacke, ich habe 18 Uhr einen Termin. Seestein. Dolch. So, dann machen wir noch ein Bild für den Dolch hier. Das Ding, ne? Perfekt. Ein magischer Dolch. Punkt. Ohne Punkt. Treffer physisch. Ja, okay, das ist die Angriffsanimation. So, und den magischen Angriff, das lassen wir mal auf 10. Und hier machen wir magischen Angriff runter. Sehr schön, passt. Pollenspeer. Genau, die Felsenachse schon ein bisschen krasser. Pollensperr, Typ Pflanze ist auch richtig. Haben wir hier Gestein eingestellt, haben wir Asche, Stab. Das kann ja ein Stab sein, aber ich würde sagen, nee, wir machen nicht einen Stab. Flegel? Okay. Aschepeitsche, würde ich sagen. Ist ja eigentlich auch egal, ne? Man macht einfach, man nimmt irgendwie ein Wort, was mit Feuer oder so zu tun hat und gleichzeitig hängt man dann einfach den Waffentyp daran. So, ich denke mal, ist das hier eine Peitsche? Nee, da ist die Peitsche. So. Felsenaxt. Wir machen mal hier auch den Angriff weg. So, alles klar. Und das ist dann hier ein normales Schwert, würde ich sagen. Damit man auch weiß, dass es ein normales ist. Also ein Angriff normal und so. Normalo-Schwert. Normales Schwert. Ein robustes Schwert. So, hier ist noch der Text falsch. Eine magische... Peitsche. Und hier mache ich noch ein magisches Speer.
Sehr schön. Cool. Wieso ist hier eine Axt drin? Ach, okay. Oh, das ist diese... Ja, ja, alles klar. Die brauchen wir natürlich auch. Aber das ist kein Angriffsaxt. So, dann zurück zu den Klassen. Hier haben wir den Steinmenschen und er bekommt natürlich gleich eine Axt, aber nicht... Achso, nee, das war bei Rocco, ne? Dass er gleich seine Dings-Axt kriegt. Das verstehe ich nicht. Was ist denn die Waffe ausrüsten Axt? Das ist doch nur der Typ. Das ist doch nicht die... Naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Verstehe ich noch nicht so ganz. So, Waffe, also fort. Natürlich sein... Keine. Warum auch immer. Wieso kann ich das nicht machen? Wieso kann ich hier nichts... Achso, Elementarmagier ist er. Rocco ist aber ein Steinmensch. Und als Steinmensch darf man die Felsenaxt tragen. Jetzt macht das doch alles Sinn. Ach, ist das schön. So. Wieso ist er Steinmensch? Er soll doch Normalo sein und dann kann er das Schwert tragen. Normales Schwert. Es funktioniert langsam. Ist das nicht schön? So, dann können wir nochmal gucken bei den Waffen. Ja, okay. Deswegen der Waffentyp. Alles klar. Das heißt, damit legen wir uns aber auch irgendwie so ein bisschen am Anfang fest. Okay, ich verstehe langsam die Zusammenhänge. Jetzt haben wir den Normalo. Und der Normalo... Ach, okay, guck mal. Er kann... Der Steinmensch kann jetzt nur Äxte tragen und vielleicht einen Hammer oder so. Der Normalo... Der kann nur Schwerter tragen. Vielleicht können wir auch noch einen Dolch hinzufügen, damit das so ein bisschen... Genau, damit er irgendwie auch sowas tragen kann. Und dann kann ich das da auch auswählen. Alles klar, ich verstehe. Jetzt macht das Sinn. Aber dann hätte man das anders hinschreiben können, oder? Also dann hätte man hinschreiben müssen, ausrüstbar oder so. Guck mal, jetzt kann ich hier auch einen Seesteindolch nehmen. Sehr schön. Okay, wir haben es verstanden. Das heißt, wir gehen nochmal... irgendwo waren nochmal die Waffen. Genau, das machen wir jetzt noch und beim nächsten Mal können wir hier ganz entspannt weitermachen und das alles mal ausprobieren. Jetzt macht das alles Sinn. Es macht alles langsam Sinn. Wenn jetzt noch das mit den, wie heißt es, mit den Schwächen und sowas auch noch funktioniert, dann ist das hier auf jeden Fall voll geil. So, jetzt machen wir erstmal hier Steinmensch, dann machen wir Feuer, Feuerspucker. So. Kann man nicht sagen, dass er alle tragen darf? Nee, es geht nicht. Okay, warte mal, was haben wir denn? Die Aschepeitsche oder Aschespeer? Ich hab's schon vergessen. Aschepeitsche, glaube ich, ne? Also kann er auf jeden Fall eine Peitsche tragen. Ich muss nochmal gucken, es tut mir leid. Gegenstände Waffen. Guck mal, Aschepeitsche, Seesteindolch und Pollenspeer. Okay. Kann ich denn hier auch die... Nochmal, da könnte ich auch nochmal die Dings einbauen, ne? Schwäche, Wasser und so. Kann das mal auch noch Wasser. Feuer hat hier. Feuer, 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 Feuer. Gestein, Boden, Wasser. Gestein. Wasser und Boden. Okay, Feuerspucker, Steinmensch.
Okay, das haben wir schon eingestellt. So, das heißt, wir machen jetzt noch die anderen beiden Typen und dann stellen wir es beim nächsten Mal ein hier, dass die vernünftig auch am Anfang zugewiesen werden. Und ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Also wir haben Pollen, das war ja Pflanzenmann. Botaniker. Das war der Pollenspeer. Genau, ist die Pflanze. Ich guck mal, was Pflanze macht. Oh, fick dich, das sind so viele. Entschuldigung. Feuereis. Das haben wir schlecht. Feuereis. Das dauert hier ewig. Feuer. Eis. Gift. Danke dafür, dass es einfach mal wieder random nach rechts ging. Gift, Flug und Käfer. Und jetzt muss ich doch nochmal gucken, weil ich zu doof bin. Der Seestein durch. Aquatica. Okay. Ach, jetzt habe ich okay schon gedrückt. Nenn die mal gleich alle Icker, das ist glaube ich cooler. Okay, und Wasser hat die Schwächen Elektro und Pflanze. Also in unserem Fall Donner. Sehr schön. Aquatiker, Botaniker. Sedimentiker. Dann oder nehmen wir mal Pyromant. Pyromant. Das ist ja, denke ich, gängig. Dann haben wir Aquamant, Sedimant vielleicht oder so. Normalika, das passt ja auch nicht, ne? Normalo. Vielleicht lassen wir erstmal so Botaniker, Aquatiker. Okay, haben wir erstmal das. Dann haben wir die Typen. Das passt schon mal. So, Gary. Gary ist standardmäßig hier als Pyromant eingetragen. Vielleicht tragen wir ihn mal als Normalo ein. Okay. Machen wir erstmal so. Dann will ich nochmal hier gucken, dass wir das nochmal bereinigen. Hier gibt es einen Inventarstab. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber wir können ihn mal noch drin lassen, bevor irgendwelche Fehler entstehen. Okay, Waffentyp. Schwert, Peitsche, Dolch, Speer, Axt. Perfekt. Gegenstände ist egal. Guck mal, und hier kommt der Skilltyp zum Einsatz. Magie speziell. Okay, alles klar. Und dann kann man die an einer anderen Stelle wieder benutzen. Alles klar. Und dann können wir quasi Stichschaden und so ein Kram machen. Das ist aber sehr kompliziert jetzt langsam. Das würde ich erstmal nicht machen. Guck mal, Quellwasser geht auf alle Gegner. Okay, Akteur, Rocco. Okay, cool. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann gehen wir nochmal einmal ins Labor und dann machen wir aber auch hier wieder leider ein Päuschen. Es tut mir leid, aber wir haben ja auch viel erlebt hier mit meinen DVDs und so weiter. Das fühlt sich warm an, ja. Guck mal, hier wird
Die Waffe wird geändert, genau. Element aussuchen, Ausrüstung ändern. So, er kriegt auf jeden Fall den Dolch, wenn er sich das Feuerelement holt. Nee, erstmal muss er die Klasse doch ändern. Wieso darf er nur das nehmen? Weil er jetzt Normaltyp ist noch, ne? Das ist natürlich doof. Hier kriegt er noch einen Skill. Das ist sein Angriff. Aschepeitsche. Kriegt er eine dazu. Okay, wir geben ihm jetzt Klasse, wird Pyromant und er kriegt die Aschepeitsche und es ist Glut. Das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Animation anzeigen. Okay, machen wir das mal so. So, hier wird dann... Ja, hier kriegt er den Seestein durch. Ich verstehe nicht genau, was hier Waffe ist. Aber hier wird er zum Aquatike. Level speichern? Was ist Level speichern? Lassen wir es mal. So, hier kriegt er den Seestein durch und kriegt die Waffe Seestein durch. Wir machen das mal weg. Können das ja gleich nochmal. Das testen wir jetzt nochmal und dann mache ich aber jetzt Schluss. Was hier genau passiert. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir nächstes Mal ansetzen müssen. Und hier weiß er zum Beispiel nicht, welche Waffe. Und dieses Fragezeichen führt, glaube ich, dazu, dass das Spiel abstürzt. So, hier wird er zum Botaniker, kriegt den Pollenspeer und Blattschnitt. Cool. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Gehen wir mal. Gehen wir mal einmal ins eigene Haus. Dein Haus oben. Wir müssen ja auch die Story-Parameter wieder benutzen hier. Spieler, speichern das mal. Ich glaube, jetzt ist richtig viel geiler neuer Scheiß. Also jetzt kann man schon richtig geil das Ganze ein bisschen balancen. Und ich sehe jetzt auch viel mehr durch. Zumindest habe ich mir das jetzt eingebildet. So, ein neues Spiel. Achso, sorry. Naja, da bin ich. Okay, schnack, schnack, schnack. Guckt er sich das nochmal an. Jetzt muss ich auch mal nur mit Mutti reden, das hatten wir auch schon tausendmal. Hallo Mutti. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So, dann holen wir den Prof und dann können wir uns auch schon das Element aussuchen und dann gucken wir mal rein, wie es um unsere Ausrüstung steht. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das so 100%ig gleich funktioniert. Okay, er ist standardmäßig, glaube ich, als Normalo eingestellt. Deswegen ist es egal, was ich hier auswähle. Ich nehme jetzt mal das. So, und jetzt muss er mir folgen, genau. So, schauen wir mal. Aufstellung. Achso, das ist die... Ja, okay, das brauchen wir nicht. Fähigkeiten. Er kann Quellwasser schon. Ich kann gar nichts. Ansonsten können sie einfach beide den Hieb ausrüsten. Er hat den Seestein durchbekommen, alles klar.
Ah, er war nicht ausgerüstet. Der ist nur in der Tasche gewesen. Okay, so läuft das. So, gucken, ob wir jetzt krass sind. Warte mal, kann ich noch irgendwas... Status, ne? Das bist du. Normales Schwert. Zum nächsten Level. Lebens- und Element. Ja, was auch immer Element ist. Beide haben 450. Das kann man auf jeden Fall später runtersetzen. Aber kämpfen wir erstmal einmal. Ey, und dann muss ich erstmal was essen. Ja, keine Ahnung, ob sich was geändert hat. Vielleicht. Es kann sein, dass ich bei den Skills... Guck mal, Hieb können sie jetzt beide. Guck mal, hier mein Angriff plus Waffe oder so vielleicht noch. Warte mal. Mein Angriff plus mein. Ach nee, der Angriff skaliert natürlich mit. Ja, okay. Das ist ja Quatsch. Ich dachte, jetzt muss man die Waffe noch extra hinzufügen. Aber die skaliert natürlich mit. Mit den normalen Werten. Also wenn ich jetzt... Natürlich macht der auch Sinn. Ist ja vollkommen dumm. Angriff kriegt er einfach 10 drauf, wenn er dieses Ding trägt. Und als Akteur hat er hier schon... Ach Quatsch, bei Klassen... Ja, ihre Standardwerte. Das wird dann hier wahrscheinlich... Kann man das sehen? Keine Ahnung. Gut, aber die werden hier irgendwo auf jeden Fall schon stehen. Das passt schon. Okay, pass mal auf. Dann speichern wir das jetzt und gucken beim nächsten Mal nochmal rein. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, Freunde. Das war eine sehr schöne Folge, weil hier auch sehr schöne Sachen ankamen. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Schön viele Spiele. Und wir haben uns auch Tears angeguckt. Das war doch schön. Das hat doch Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall immer Spaß. Schade, dass die Zeit immer so schnell vergeht. Beziehungsweise auch, dass ich immer so wenig Zeit habe. Manchmal denke ich mir, den Scheiß selbstständig, also den, das hauptberuflich zu machen, das wäre bestimmt mega cool. Wahrscheinlich auch stressig und nervig, aber es wäre auch cool. Naja, wenn ich irgendwann mal reich bin. Ich spiele jeden Mittwoch Lotto. Dann überlege ich es mir, dann mache ich es vielleicht. Naja, okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.